Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, ich möchte euch heute mein neues Auto zeigen. Ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ich hatte ein bisschen was über, ein bisschen Taschengeld hatte ich noch über. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich kaufe mir einfach mal einen Porsche. Aber in der Playmobil-Version, das ist der Playmobil Porsche 911 Targa 4S. Was für ein komplizierter Name. Also wer kommt auf diesen Namen? Aber der hat natürlich mächtig Power. Mal gucken, ob der hier auch Power hat. Der hat auf jeden Fall Lichteffekte und ist ab 4 Jahren geeignet und hat die Playmobil-Nummer 5991. Ich weiß, dieses Spielset gibt es schon seit etwas längerem, aber wir haben uns gedacht, jetzt wird es auch mal langsam für uns Zeit. Wir, die Spätzünder von Spiel mit mir Kinderspielzeug, packen das Ding jetzt mal aus. Wir sehen einen blauen Porsche, Leute. Ein Verkaufsstand, also wir sind hier im Autohaus. Hier sehen wir einen potenziellen Käufer vom Porsche und das kann auch ein Cabrio sein, Leute. Sehr, sehr cool. Wir haben hier die tollen Lichteffekte. Werden wir natürlich alles prüfen. Kennzeichen selbstverständlich. Ein Playmobil-Set aus dem Jahr 2016 und hier die Playmobil-Nummer. Wir schauen uns die Rückseite an. Hier sehen wir die Einzelteile. Ein Laptop ist auch dabei. Ein Verkaufsplatz eher oder das Autohaus. Auch Hefte, wow, also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie in einem Originalhaus. Hier haben wir Original-Autohaus, hier haben wir auch Öl, sehr cool, sehr, sehr cool. Batterien brauchen wir noch, die sind nicht enthalten. Deswegen machen wir jetzt mal das Ding auf und schauen rein. Leute, ihr könnt währenddessen diesen Kanal hier abonnieren oder auch Facebook oder Instagram abchecken. Entweder Spiel mit mir Kinderspielzeug oder auch bei mir Instagram, kan_xy. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum XY, genau deswegen. Da könnt ihr auch meinen Porsche sehen. Für diejenigen, die Instagram schon geguckt haben, wissen wahrscheinlich Bescheid. Mein Porsche sieht nur ein bisschen anders aus. So, nicht ganz ernst gemeint, Leute. Wir sehen hier viele Tüten und wir sehen die Karosserie des Porsche. Ein cooles Blau. Wir gehen mal nach unten. Was für ein cooles Blau, Leute. Ich räume mal kurz hier auf. So, es fehlen natürlich noch die ganzen Reifen, Felgen. Hier sehen wir schon mal die Lichter und hier kommen, glaube ich, die Batterien rein, denke ich mal. Yes. Und hier das Batteriefach, das kommt, denke ich, hier rein. Von hinten natürlich sehr, sehr cool. Schaut euch diese Auspuffrohre an. Super cool. Ein Porsche 911 Targa 4S. Gefällt uns wirklich sehr, Leute. Mein neues Auto. Sehr, sehr cool. Gefällt mir wirklich sehr. Schauen wir uns mal an, was wir sonst noch finden. Wir sehen hier Teile für das Autohaus. Ein Schrank. Wir sehen hier die Ölflaschen. Aber noch kein Sticker drauf. Kommt noch später. Dann sehen wir hier die Reifen und beim letzten Porsche-Set, da hatten wir die Möglichkeit, die Felgen auszutauschen. Mal gucken, ob wir hier auch die Möglichkeit haben. Sind hier schon Felgen drauf? Nein, ich glaube noch nicht. Ich glaube, es gibt nur Einsatzfelgen. Reichen natürlich, sehen natürlich auch super cool aus, aber ich glaube, oh, und hier schaut euch diese Bremsscheiben mal an, wie bei Porsche auch. Ja, coole Felgen, aber keine zum Austauschen. Ich sehe hier noch einen Laptop, den wir bekleben müssen. Werden wir dann alles in der Demo machen. Okay, das dazu. Dann haben wir hier die Sticker. Und hier stehen auch, wow, hier steht auch alles ganz, ganz genau da. Der fährt 303 km/h, Leute. Von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, glaube ich. Ist das das? Ich denke mal. 420 PS. Ja, von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Na, da kenne ich aber schnellere Autos, Leute. Ja, wie verbraucht der denn? Das wollen wir wissen. 9 Liter. Na, ob das so stimmt? Keine Ahnung. Und hier, schaut euch das an. Alles wirklich perfekt gemacht. Cool. Dann haben wir hier noch unsere Playmobil-Figuren. Einmal ein Käufer. So. Und ein Verkäufer. Sehr gut. Leute, im nächsten Teil werden wir das dann zusammenbauen. Meinen neuen Wagen hier von Playmobil. Gefällt mir wirklich sehr, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Leute, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber mir gefällt der Wagen wirklich sehr. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns bei der Demo. Ciao.